Jo, okay. Hallo erstmal bei meinem Podcast oder wie man es auch immer nennen soll. Ich habe vor Language Truth and Logic von Philosophen namens Alfred Jules Ayer oder ja, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, zu machen. Und der Hintergrund dabei ist, dass ich mich für den Emotivismus interessiere, weil ich mich auch allgemein für Metaethik interessiere. Also Fragen über Ethik, die versuchen zum Beispiel bestimmen, was bestimmte Wörter bedeuten oder wie man überhaupt ethisches Wissen erlangen kann oder mit was sich überhaupt Ethik beschäftigt. Oder was überhaupt moralische Phänomene sind. Und der Emotivismus ist halt die Aussage, dass ja alle moralischen Ausdrücke darauf zu reduzieren sind, dass sie eigentlich nur Gefühlsausdrücke sind. Wenn ich zum Beispiel sage, ich finde es moralisch gut, dass man keine Tiere isst, so bedeutet das nichts anderes als, dass ich das gut finde, dass man kein Tier ist, also dass ich einfach mein Gefühl ausdrücke. Mir bereitet das immer ein bisschen Kopfzerbrechen, weil ja, ich schon danach bestrebt bin, Ethik mehr rationaler und gehaltvoller zu interpretieren. Das heißt, dass ich das jetzt intuitiv erstmal nicht so anerkenne, dass moralische Ausdrücke nur Gefühlsausdrücke sind und eigentlich ja sonst keinen objektiven Gehalt haben. Aber das Problem ist halt natürlich, dass ich nicht einfach sagen kann, ja, das ist einfach intuitiv und deswegen ist das richtig, sondern das große Problem ist halt, wie man eine objektive Ethikkonzeption begründet, also woran ich das eben festmache und ja. Warum ich mich nun mit Language Truth and Logic beschäftige, ist einfach deswegen, weil ich glaube, dass der logische Positivismus für den Emotivismus ganz bedeutend ist und auch in der Zeit vielleicht auch entstanden ist, so eine ethische Krise. Also dass ja, also dass man halt einfach nicht mehr wusste, wie man halt Moral begründen sollte. Also es gab schon natürlich Überlegungen, die auch schon skeptisch waren. Zum Beispiel von George Edward Moore. Man kennt natürlich den naturalistischen Fehlschluss. Der besagt einfach, dass man, dass wir vielleicht von gewissen Dingen wissen, dass sie gut sind. Aber das heißt nicht, dass diese Dinge, die zwar gut sind, das Gesamte des Guten ausmachen. Ein Beispiel zu nennen, es mag sein, dass Glück etwas ist, was in sich gut ist, aber es bleibt halt immer noch eine offene Frage, ob das wirklich das moralisch Gute ist. Und ja, also es bleibt halt immer eine offene Frage. Also man sieht schon hier ein Problem, quasi die Ethik zu begründen, weil man eben nicht benennen kann, was diese Eigenschaft ist und das dann eindeutig anzuerkennen. Man kann natürlich auch George etwas Überlegungen angreifen, die man sagt, ja, wäre das intuitiv klar, dann würden wir wirklich irgendwie einfach, wenn wir es wüssten, wirklich irgendwie eine Eigenschaft nennen und dann ergäbe sich nicht die offene Frage. Oder zweitens, was glaube ich noch fundamentaler ist, ist zu sagen, ja, dass wir eigentlich nirgendwo absolute Gewissheit haben. Also sei es jetzt beim Wissensbegriff oder sei es quasi beim Begriff, was Physik ist oder was Bewusstsein ist. Ich glaube, da haben wir nirgendwo Antworten, mit denen wir mit absoluter Sicherheit sagen kann,
dass das so oder so ist, sondern es bestehen auch immer diese philosophischen Diskussionen, gerade deswegen, weil sie nicht klar sind. Das war quasi, was ja nicht so kritisch war, weil immer noch im Prinzip man sich auf Intuition zurückgreifen konnte. Und Mohr hat zum Beispiel niemals zugestanden, dass Ethik irgendwie was total Absurdes wäre. Und das ist quasi die Entwicklung bei den logischen Positivisten, die halt eigentlich daran interessiert waren, ein strenges naturwissenschaftliches Weltbild zu errichten. Und einher mit ihrer metaphysischen Kritik ging halt auch die Kritik bei der Moral einher, eben weil Moral nicht durch natürliche Objekte, die wir durch die Naturwissenschaften betrachten können, verifizieren können oder falsifizieren können, sind sie eigentlich Aussagen, über die wir gar nicht referieren können, weil sie auf keine Sinnesdaten referieren und deswegen eigentlich weder wahr noch falsch sein können, sondern einfach x-beliebig. Und logisch gesehen bedeutet das, dass es total unsinnig ist, über Moral zu reden. Und eben die Erklärungsweise, warum wir trotzdem über Moral reden oder um bestimmte Eigenschaften von Moral zu reden, dass eben Moral auch dazu dient, zu helfen, welche Handlungsentscheidungen wir wählen sollen, dass das dadurch erklärt worden ist, dass wir halt moralische Aussagen emotiv sind, also mit Gefühl verbunden sind und dass dadurch wir eine Motivation haben, durch diese Gefühle gewisse Handlungen zu wählen und dass wir auch natürlich andere durch quasi überreden, also quasi auf rhetorische Art und Weise den anderen dazu hinbringen können, genauso zu fühlen wie man selbst bezüglich einer moralischen Sache, wie zum Beispiel will ich zum Beispiel jemanden davon überzeugen, keine Tiere zu essen, dann muss ich halt irgendwie seine Emotionen ansprechen und ihn dahin bringen, dass er das auch tut. Also Idee des Emotivismus. Ja, das ist so die grobe Skizze vom Emotivismus. Also da lässt sich natürlich auch noch viel mehr zu sagen, weil mir geht es ja eigentlich mehr um Alfred Jules Ayer Werk, was quasi so ein Einstiegswerk ist in den logischen Positivismus. Dieses Video war jetzt auch eigentlich nur so ein Einführungsvideo, um so ein bisschen mehr zu verstehen, warum ich mich damit beschäftige. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich nicht das Buch vorlesen kann, sondern ich werde das halt auf freie Art und Weise erklären. Ich hatte vor, das kapitelartig durchzugehen, dann zu besprechen. Zweitens, ja, warum mich das auch noch beschäftigt, außer der Emotivismus-Debatte, die durch die logischen Positivisten eröffnet worden ist, ist ja, dass ich glaube, dass gerade bei den modernen Philosophen, ja, es ist nicht unbedingt der Startpunkt der modernen Philosophie, aber es ist halt, es hatte auf jeden Fall bedeutenden Einfluss auf die moderne analytische Philosophie. Es ist ein philosophisches Weltbild, woran man klar die Wissenschaftlichkeit von Philosophie erkennt und dass das halt, dass Philosophen nicht nur damit bestrebt waren, irgendwie über seltsame Dinge zu reden, wie über das Nichts oder über den Weltgeist oder sowas, sondern eigentlich in anderen Traditionen durchaus auch Naturwissenschaftler waren und sich ja im Dienst der Naturwissenschaften gestellt haben. Das erkennt man halt ziemlich gut bei den logischen Positivisten und das ist auch, glaube ich, ganz interessant, ja, sie gescheitert worden sind. Die Gründe kann ich vielleicht nennen, wenn ich bei den Kapiteln da bin und wo es halt passt, darüber zu reden. Ja, ich denke mal, das wäre es für das Erste. Bis bald.